Der spricht in dem Fall ich, muss vor Allah Azza wa Jal verantworten, dass
an Verantwortung oder ich kann, liebe Geschwister, das Problem am Yom HaQiyamah haben. Warum? Weil ich demjenigen das mitgebe, vielleicht, was ich nicht tue. Deswegen, liebe Geschwister, versuche ich, das Thema an uns zu wenden. Und ich sage uns und unterstreiche das Wort uns, weil wir alle gemeint sind. Nicht, weil ich dieses Thema beherrsche oder weil ich das schon verinnerlicht habe oder in mir, dass man finden kann. Und liebe Geschwister, wir gehen alle Sünden, und wir wollen so Sünden vergeben. Wir sind alle Menschen, wir werden Fehler begehen. Wir tun Fehler, wir begehen Fehler und deswegen bitten wir Allah darum, dass er unsere Fehler vergibt, die wir begangen werden und begehen werden. Das ist sehr wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Ihr habt einen Menschen vor euch und ich habe Menschen vor mir. Und so wie du von dir selbst weißt, dass du Fehler begehst, musst du wissen, dass ich auch Fehler begehe. So wie du von dir selbst weißt, dass du mal stolperst beim Gehen, stolper ich auch mal beim Gehen. Das ist sehr wichtig, viele Leute vergessen das. Viele Leute vergessen. Deswegen, liebe Geschwister, widme ich das Ganze an uns alle. An uns alle, liebe Geschwister. Denn die Ermahnung nutzt den Gläubigen. Und man sollte ermahnen, wo die Ermahnung einen Nutzen hat. Und ich denke mir in einen Ort, wo eine Moschee ist, wo die Leute beten, wo die Schwestern und Brüder zusammenkommen, um Allah zu erwähnen, ist es der beste Ort, und die Ermahnung nutzt.